So, lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 1 Remastered in 4K. Es ist ja jetzt schon einige Monde her, dass ich, wie gesagt, dass ich Bioshock aufgenommen habe, und das möchte ich auch ganz gerne zu einem Ende bringen. Ja, muss mich dafür ein bisschen entschuldigen, dass da längere Zeit nichts kam, beziehungsweise ich glaube, so richtig Probleme gab es für euch, glaube ich, in dem Sinne nicht. Karte. Little Sisters in diesem Level 2. Okay. Hier gibt es noch zwei Little Sisters, die ich noch nicht habe. So, ich könnte den natürlich verfolgen in der... Oder habe ich schon alle? Ich weiß es gerade nicht. Was das angeht. Bitte, bitte, absolute Bringer, Kleiner. Keine Betrügereien, keine Abzocke mehr. Gegen eine Firma mit dem Monopol um Adam ist ein Tierölkonzern eine Pommesbude. Du musst nur noch die Leichen begraben. Und wenn die zufällig in 9 Kilometer Tiefe auf dem Grund des Atlantiks liegen, hast du einen ganz schönen Vorsprung. Eine Platzierung für jeden. Gut, gucke ich einfach mal. Ich glaube aber nicht, dass ich die Little Sisters... Ne, die habe ich schon alle. Okay, ja. Entschuldige dafür, dass in der letzten Zeit nicht so viel kam. Vor allem, was Bioshock betraf. Ich muss mich jetzt hier mal ein bisschen konzentrieren. Die hack ich mal, weil ich weiß echt nicht, ob die Bock haben, da groß was zu machen. So, nach oben. Hier nochmal nach oben. Super. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Habe ich jetzt noch so ein waagerechtes? Super. Ja, ja, es beschießt natürlich. Ja. Oh, was geht denn hier ab, ey? Gut. Muss geschehen, war Glück. So, was haben wir denn hier? Sicherheitsnotschalter. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Bolzen geil finde, ja, ne? So. Hat's was gebracht? Ja. Gut. Solche Sachen gefallen mir. MG-Pad. Habe ich den Bolzen wieder? Kann ich den Bolzen von da oben wieder herholen? Wie, du warst nicht tot. Was geht denn mit dir ab, ey? Bursch. Bolzen, okay. Gut. Wunderbar. Ja, tut mir leid, dass deswegen, dass es nicht so viel, dass ich jetzt nicht so viel Bioshock aufgenommen habe in der letzten Zeit, obwohl morgen kommt ja die Folge, also es bedeutet einen Tag bevor die letzte Folge von meinem Aufnahmepuffer fertig war. Rancher war für Typen wie mich das reinste Paradies. Typen, die dachten, sie wüssten alles. Frauen, die dachten, sie hätten bereits alles gesehen. Schlaue Opfer waren mir schon immer lieber als dumm. Okay. So, letztes Tagebuch.
Diese armen Trottel. Sie kommen nach Rapture und denken, sie würden hier unten wer weiß was werden. Dabei vergessen sie alle, dass auch jemand die Klos putzen muss. Wie leicht ich es mit ihnen habe. Ich gebe ihnen eine Bleibe und einen Teller Suppe und sie geben mir dafür ihr Leben. Wozu brauche ich eine Armee, wenn ich doch Fontaines Armenhäuser habe? Na gut. immer schön. Wein trinken, also der hat sich hier richtig gemütlich gemacht, dieser Sack. Und hat dich an den Arm bereichert. Jo, kommt einem so ein bisschen... ja, kann man die eine oder andere Parallele zur eigenen Situation schon ziehen, ne? So, nach rechts muss ich, das bedeutet genau links. Grundsätzlich. Da mache ich jetzt gar nicht groß rum. Obwohl auf der anderen Seite der Standard bestimmt nicht ohne. Standard bestimmt nicht umsonst. So. Ist eigentlich schön hier, muss man sagen. Also hat sich... hat sich schon... Oha. Nein! What? Boah. Bleib hier einfach stehen. Okay. Auf jeden Fall, ich nutze einfach die Zeit, um ein bisschen zu quatschen. Was wollte ich sagen? wie heißt's? Ist ein gutes Versteck. Was wollte ich sagen? Ich habe zwischendurch noch mal Lust auf Chanté gehabt. und habe natürlich die Aufnahmen gestern beendet. Gestern für... um euch mal ein kleines... Input zu geben. Gestern war der 20. November. Das bedeutet, ich habe jetzt für einen Monat jeden Tag eine Folge rausgehauen. Lag einfach daran, dass ich immer noch ganz gerne möchte, dass das Spiel fertig wird. Nein! Oh, das ist gemein. Das ist so gemein. So, ich muss auf jeden Fall nach unten. Hier auch. Und jetzt muss ich irgendwie hier nach unten. Oh, so viel zum Thema. Ich habe so viel Heckfrei. Was soll das denn? Oh. Slow, slow, slow. Ein Arsch ist Duster. Da ist einfach gar nichts. So. Ja, bringt mir natürlich nichts, ne? Ja, es war klar, dass ich da lang muss. Boah, das könnte ich jetzt sogar schaffen. Oh, hat sich das... ernsthaft. Gut. Ein bisschen Kohle. So sehr gelohnt hat sich das jetzt nicht, muss ich sagen. Von daher... Gut, Genpunk. Was habe ich denn hier? Das mit dem Chamäleon ist eigentlich sehr gut. Hacker's Delight. Jedes Mal, wenn du etwas hackst, erhältst du Gesundheit und Eve. Verbandskästen ist eigentlich ganz gut. Hacker's Delight. Jedes Mal, wenn sie etwas hacken, erhalten sie... Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, Verbandskästen verleihen Eve. Eve Safer. Plasmide verbrauchen weniger Sicherheitslücke. Sicherheitskammern und Geschütze brauchen länger, um dich zu erspähen. Und viel länger Blutdurst, Sportboost. Sie bewegen sich schneller und den Schraubenschlüssel Hackers Delight.
Mache ich mal Eve Saver, weil ich glaube, dass ich, dass die Links sich nicht kombinieren. Okay, da muss ich hin. Komme ich da auch links rein? Was mache ich mit der normalen Pistole? Wenn das überhaupt geht. Also ich bin, was Shooter angeht, könnt ihr mich echt in die Tonne kloppen. Ich weiß, wo ich lang muss. Ich will mich nochmal hier in Ruhe umgucken. Weil das sah für mich so aus, als müsste ich gleich irgendwo lang, wo ich... doch lieber die Gegend mal erspähen möchte. Nein! Aus! Na komm, ist egal. So. Oh shit, ich habe Antipersonen. Gut. Ich habe die teure Munition verballert. Naja, was haben wir denn hier? Elektrohaut. Es war voreilig zu sagen, Elektrohaut sei die ultimative elektrische Verbesserung. Elektrohaut 2 ist viel besser. Statische Entladung. Elektrizität schadet dir viel weniger. Brauche ich eigentlich nicht, weil die Elektrizität nehme ich eigentlich nur. Enzym ist eigentlich so an sich. Versuch Nummer 2. Super. Jawohl, das Präparat wirkt. Die Auswirkungen der mentalen Manipulation sind verschwunden. Es gibt aber sicher Nebenwirkungen. Such den nächsten Plasmidautomaten. Dann können wir die Schäden analysieren. Gut. Versuch hat einige Nebenwirkungen. Deine Plasmide sind instabil geworden. Du kannst derzeit nicht darüber bestimmen, welche Plasmide ausgerüstet sind. Ist natürlich... Die Charge Nummer 192 hat deine gesamte Plasmidstruktur neu. Das habe ich schon mitbekommen. Ich hätte wissen sollen, dass du eine größere Dosis brauchst. Du musst dir noch eine weitere Dosis verabreichen, um die Auswirkungen vollständig zu neutralisieren. Blöd von mir. Hallo? Ja, schön. Ich würde aber gerne wissen, wo du bist, Mädchen. Wo kommen die denn überhaupt her? Gut, okay. Ist sie nicht hier? Ja, ja, komm, halt die Backen-Oma. Hm? Hab ja gleich einen schönen Bolzen für dich und dein Gesicht und dann ist Ruhe im Karton. Ja, der Sommer liebt dich auch. So hart, dass er dich umhaut. So. Kiste. Ja, die haben alle eine Kiste dabei. Bringt halt nur irgendwie... Autohacker! Geil! So, nehme ich mal so... Oh. Antiperson, Kontaktmine. Haben wir mehr als genug? Boah, super. Finde ich cool. Electrobolt 3. Ich bin, was das angeht, jetzt ein bisschen vorsichtig. Aber, ja, passt eigentlich schon ganz gut. Aha. Habe ich dich getroffen? Nee, habe ich deine Aufmerksamkeit auch nicht. So, das ist jetzt alles, was sich so ein bisschen ändert. Zwischendurch. Okay, der ist nur da.
Ich guck mal, ob der hier nach links kommt.